Gut, dann legen wir los. Darf euch begrüßen zur Pressekonferenz vor unserem Heimspiel gegen Arminia Bielefeld am Dienstagabend um 19 Uhr. Geht Schlag auf Schlag. Aktuell haben wir Stand heute 6.800 Tickets verkauft. Darf nochmal darauf hinweisen, dass die Linie 1 noch nicht am Donaustadion halten wird und die Baustelle noch weiterhin besteht. Deshalb bitte die Parkplätze an der Messe nutzen und wenn möglich mit dem Fahrrad zum Stadion kommen. Dann kommen wir zum sportlichen, Tom. Das letzte Spiel nur 2 Tage her, morgen geht es schon weiter. Wie sieht es personell aus? Ja, personell sieht es eigentlich insgesamt ganz gut aus. Wir haben jetzt Stand heute keine Verletzten, die wir beklagen müssten. Der andere Punkt wird sicherlich eher der sein, zu gucken, wer sich wie gut fühlt, weil eben sehr wenig Zeit noch zwischen den 2 Spielen liegt. Da müssen wir gucken, dass wir die notwendige Frische dann auch wirklich spüren. Und das werden wir jetzt noch abwarten, den heutigen Tag über. Vielen Dank. Dann gerne eure Fragen direkt. Ich will kurz die Mikros nehmen zum Fragen stellen. Danke. Ja. Ja, hallo. Herr Bölle, wie viel Körner, wie viel Kraft hat dieses intensive Spiel in Haching gekostet? Bei ja sehr hohen Temperaturen. Welchen Eindruck haben Sie von Ihrem Team? Aber da können wir momentan noch gar nicht so viel dazu sagen, weil wir jetzt bisher nur regeneriert haben gestern, heute ein bisschen mehr machen können, aber auch nicht wirklich viel. Aber klar, die Temperaturen waren nicht ohne. Es war sehr, sehr heiß dort. Dann ging es ja bis zum Schluss. Wir waren dann sehr unter Druck auch in der Schlussphase. Insofern wird es sicherlich uns Kraft gekostet haben, aber es ist kein Problem, dann auch nochmal 2 Tage später wieder auch bereit zu sein. Ja. Das haben wir im Tank, das können wir gehen. Wir werden eben nur ganz gezielt gucken müssen, wo wir vielleicht auch eine Veränderung vornehmen wollen oder tun sollten. Und das schauen wir uns heute nochmal am Trainingstag an und dann werden wir bis morgen dann wissen, wie wir es angehen. Thomas Wörle, ihr habt jetzt gegen Unterhaching ganz spät den entscheidenden Gegentreffer kassiert und dann verloren. Was müsst ihr gegen Bielefeld spielerisch vor allem besser machen, damit sowas nicht nochmal passiert? Vielleicht auch mental. Gibt es da irgendein Rezept? Na, erstmal ist es so, dass wir ja wussten, dritte Liga, neues Umfeld für uns, dass es hier und da auch mal so sein wird, dass wir vielleicht auch mal vom Kopf gestoßen werden, ja, auf einem höheren Level. Und für uns war immer klar, dass wir so schnell wie möglich lernen müssen. Wir alle, auch ich, wir alle müssen dazu lernen, dass wir uns schnell anpassen an das Niveau. Und jetzt war es im zweiten Spiel der Fall, dass wir eigentlich eine sehr starke Anfangsphase hatten, das Spiel kontrolliert haben. Und dann haben wir es nach und nach ein bisschen aus der Hand gegeben, kamen trotzdem wieder zurück und haben dann hinten raus einfach eine schwierige Phase gehabt, wo wir gemerkt haben, dass wir ein bisschen zu passiv waren einfach. Ja, passiv im Sinne von, wir haben nicht mehr viel für den eigenen Ballbesitz getan. Dadurch wurde dann der Druck immer größer, war dann nicht mehr ganz so kompakt in den Linien auch und dementsprechend kommt man dann irgendwann dem Druck nochmal standhalten und da geht es sicherlich darum, dass wir auch sagen wir, diese guten Phasen, die wir jetzt im Spiel gegen Saarbrücken hatten oder jetzt auch im Spiel gegen Haching, dass wir die einfach ausweiten, dass wir da mutig bleiben in unserem Spiel mit Ball und genauso aber auch gegen den Ball und da werden wir dann ansetzen und versuchen eben auch darauf zu reagieren. Thomas Wörle, obligatorische Frage, was erwarten Sie vom Gegner von Bielefeld, mit welchen Ambitionen kommen die hierher? Nun gut, Bielefeld als Zweitliga-Absteiger haben ja einen komplett rund erneuerten Kader, ja, unglaublich viel Wechsel und sind dann mit einer 1-3-Niederlage gegen Dresden gestartet, beim schweren Auswärtsspiel denke ich, dann haben sie im Pokal gegen Bochum, gegen Erstligisten gewonnen, haben jetzt gegen Münster 4-0 gewonnen, ist sicherlich eine Mannschaft, die oben dabei sein wird, ohne Zweifel. Ist eine Mannschaft, die im Offensivspiel variabel agiert. Wir haben da viele, viele Facetten auch, gespickt mit einer hohen individuellen Qualität. Eine Mannschaft mittleren Alters, die hungrig ist, das merkt man. Viele haben zweite Liga gespielt, im Großteil sogar. Alle anderen haben mindestens dritte Liga schon gespielt. Und sind in der Defensive eine Mannschaft, die sehr geschlossen agiert, die ja auch da sehr hungrig ist. Also spielt mit einer hohen physischen Intensität. Eigentlich in jeder Spielphase, vor allem aber gegen den Ball. Und dementsprechend erwarte ich, dass sie auch hier als Favorit auch dementsprechend auftreten werden, wie im letzten Spiel. Ich würde nochmal gerne zurückkommen auf den Punkt eigener Ballbesitz. Ja. Sie haben es ja erwähnt, dass das wichtig war oder wichtig gewesen wäre, in Unterhaching den noch über längere Zeit aufrechtzuerhalten, was nicht gelungen ist. Könnte ja sein, dass das gegen, oder ich vermute mal stark, dass es gegen Bielefeld auch ein wichtiger Punkt werden wird. Wie kann man es hinbekommen, dass das diesmal etwas besser läuft?
Erstmal finde ich es total gut, wie wir das Spiel begonnen haben. Also mir kommt das immer ein bisschen zu kurz auf, weil ich finde, man muss dazu sagen, in dem Spiel jetzt gegen Hagen war ja bei weitem nicht alles schlecht, sondern wir haben einfach es nicht geschafft, lang genug diese Phasen hochzuhalten, ja, um am Ende auch einen Unentschieden zu verdienen. Und deswegen gilt es da, den Hebel anzusetzen. Wir müssen sicherlich versuchen, in diesen Phasen, wo es dann auch mal, gerade bei einem Auswärtsspiel, wo es dann auch mal kippen kann vom Publikum her, wenn der Druck größer wird, ja, eben mutig bei uns zu bleiben, ja, in unserem Spiel. Und es ist immer einfacher Fußball zu spielen, wenn ein Angebotsverhalten da ist von vielen. Ja, da hat man mehrere Optionen, dann kann die Kugel laufen. Und das ist sicherlich ein Punkt, einfach dieses mutige Spielen auch unter Druck. Auf der einen Seite oder dann eben auch das gierige Nacharbeiten. Ja, man kann auch über zweite Bälle einiges gewinnen und dann dort in einer höheren Ebene Fußball spielen. Und diese beiden Punkte werden sicherlich wichtig sein. Aber der Spielstil von Bielefeld wird schon auch dementsprechend sein, dass wir auch sehr viel auch verteidigen müssen. Und dementsprechend müssen wir auch da in dieser Rubrik sehr, sehr griffig sein. Griffiger als zuletzt. Nachfrage zum, Sie haben angedeutet, dass einige Wechsel möglich sind. Können Sie da vielleicht ein bisschen konkreter werden oder ist das alles noch wirklich völlig offen? Ja, momentan ist wirklich noch zu früh, weil wir eben, wie gesagt, jetzt am zweiten Tag nach dem Spiel sind. Wir haben heute erstmal noch Training, schauen uns das an und werden uns dann gemeinsam überlegen, wie es ausschaut von der Frische her zum einen, dann natürlich auf den Gegner auch wieder bezogen, was wir brauchen und wir werden sicherlich Wechsel vornehmen, ja, den einen oder anderen. Dann hätte ich noch eine Frage an dich, Max, und zwar zu den Gästefans. Wie viel werden denn ungefähr erwartet? Bielefeld hat eine große Fanschau. Aus Bielefeld ca. 500 Gästefans waren erwartet, genau. Okay, alles klar. Okay, ich sehe dann keine. Gibt es noch eine Frage? Ja. Dann mache ich noch eine Abschlussfrage. Herr Wörle, würden Sie sagen, jetzt vor dem dritten Spiel, Ihre Mannschaft ist in der dritten Liga angekommen oder dauert es noch an? Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt zu Beginn. Das wird sicherlich ein paar Spiele brauchen, um das dann auch behaupten zu können. Wir haben das im ersten Spiel in einer ganz schwierigen Anfangsphase gegen Saarbrücken hier echt gut gemacht. Haben jetzt sehr gut begonnen in Haching. Ich glaube, die ersten 25 Minuten hat der Gegner gar keinen Zugriff gehabt. Wir waren selber sehr unzufrieden, da hat sich es aber leicht verändert. Zweite Halbzeit wurde es immer schwieriger für uns hinten raus. Und haben da gemerkt, was es eben auch bedeuten kann, in der dritten Liga zu spielen, dass da auch unglaubliche Cleverness auch da ist, auch in den entscheidenden Räumen, also vor den jeweiligen Toren. Und das sind genau diese Momente, die wir brauchen. Wir brauchen das, wir müssen das erleben. Jetzt war es schmerzhaft für uns, aber es wird uns helfen, wenn wir das nach vorn gerichtet angehen. Und jetzt haben wir diese englische Woche, die wird uns gut tun auch nochmal. Auch dann mit dem Auswärtsspiel vor vielen Zuschauern am Freitag dann gegen Duisburg als Beispiel. Wir müssen es erleben. Wir haben es noch nicht gehabt. Es ist ein neues Umfeld für uns. Und für mich geht es einfach darum, dass wir ganz schnell lernen müssen. Und je schneller wir das tun, desto eher sind wir dabei, dann einfach auch Stärke zu entwickeln. Und dementsprechend, glaube ich, braucht schon noch das eine oder andere Spiel, dass wir sagen können, jetzt sind wir dann wirklich da, in dieser dritten Liga angekommen. Das gilt es jetzt mal abzuwarten, vor allem jetzt diese englische Woche. Okay, dann scheint alles beantwortet zu sein. Sagen wir vielen Dank fürs Kommen und sehen uns dann wahrscheinlich am Dienstagabend. Dankeschön.